Produkte verkaufen ist eh klar. Preis. Die Preise für sämtliche Verkaufen, bla bla bla. Angebot und Nachfrage. Ja, du kannst die Preise beeinflussen, indem du entscheidest, was und wie viel du liefern möchtest. Wenn du beispielsweise mehrere Wochen lang nur Weizen verkaufst, sinkt die Nachfrage nach ihm stark und damit auch sein Preis. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Preise für Rohstoffe, die du nur äußerst selten verkaufst, wesentlich schneller steigen. Das haben wir eh schon festgestellt. Das habe ich dir eh schon mal erklärt. Also nicht, weil das steht Genau, ja auch auf große allen Seiten. Nachfrage, Finanzen, Budget, Finanzen, bla bla bla. Letzten Tage interessiert keiner. Platzierbare Objekte, das habe ich mir auch überlegt. Wie wäre es denn, wenn wir uns ein Windrad zulegen? Kostet relativ viel, aber. Es bringt ja relativ wenig. Ja, okay, wir lassen die Zeit meistens auf Echtzeit, gell? Da bringt uns das gar nichts. Gibt's Ecke nicht. kann ja einen Bauern, die vom Computer gesteuert werden, dem bla bla bla. Aber es geht ja Multiplayer nicht. Ich finde es sehr schön. Dort hinten ist ein Helfer, der gerade links durchs Bild fährt. Genau, so aufrüsten. Das ist eh klar. Das gleiche. Angebote, auch klar. Geräte verkaufen, ist auch klar. Lebensdauer der Geräte mit einer Zeit einer profitabel sind, okay. Dein Helfer gefällt mir jetzt schon. Warum? Ja, die Musst du lässt mal Ecke. schauen, für welchen Feldabschnitt der jetzt hier gerade fährt. Ja, das ist. Wer war das, Anton oder was? Wer war das? Nee. Ja, sich doch, deiner hieß Anton, ja. Anton, ja, okay. Vor allem hat es noch nicht mal geschafft umzulenken. Das ist halt wirklich so, da kannst du nach links schauen und der hat jetzt erstmal gerade geschafft, seinen Berg runter zu dingen und Also, KI-Helfer. Geil. Wettervorhersage, das ist mal gut. Wetter beeinflusst, was du im Spät tun kannst. Bei Hagel oder Regen kannst du nicht ernten. Du musst warten, bis es wieder aufhört. Bei dem Wettersymbol rechts Warum im kann man Auge. dann nicht ernten? Ja, weil Geht der einfach Schlepper nicht, dann oder wie? versinken würde. Zu nass. Da Wetteranzeige du. zeigt, so steht das Rechte dafür, wie das Wetter in 6 Stunden sein wird. Aha. Immer gleich. Zug braucht keiner. Kartenübersicht erklären brauchen wir auch nicht. Kartensymbole interessiert keinen. Kartensymbole interessiert keinen. Mods. Mods sind immer eine Mats. gute Sache. Ja, ist nur runterladen. Interessiert keinen. Genau, das war's. Wir haben jetzt die ganze Hilfe durchgearbeitet und dafür haben wir 3 Folgen gebraucht. Nee, keine Ahnung. Anton, hau rein. Wir sind mittlerweile in Folge 7. Schon? Nee. Folge 5. Sieben. Junge. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. So. Digga, was? Was? Ist es denn nicht schön? Einfach zu zweit auf dem Feld lang zu fahren. So, mal gucken, wer wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich auch wieder Anton. Nee, ja, die Elisabeth. So, wir Komm, setzen ey. jetzt das hier. Elisabeth, 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 Nee, der nee. Gustav. Was, Nee, wie heißt Gustavine. Geh, Frauenname. Gutrun, die Gutrun. die Gudrun oder Die die Gu Gisela Gisela oder Gutrun. GG, Gisela Gutrun. Irgendwo habe ich noch Gudrun? einen Hänger und Schlepper stehen. Ja, Weil du bist eh noch nicht bei voll. Feld 14, oben. Also zum Straße, Ja, genau da. da. Mimi. Kann ich dich ja irgendwann mal ablösen in Bar. In naher Zukunft. Macht die ganze Zeit einfach nichts. Wer? Du. Ich habe die ganze Hilfe durchgeschaut, das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich auch noch nie. Deine Wusste Hilfe nicht, was es anschauen. sowas gibt. Ja, ich auch nicht, deswegen war ich ja so verblüfft, als ich das gesehen habe. Kannst mich aber erst ablösen, wenn er jetzt hier entschieden hat, dass der Sicherheitsabstand raus ist. Helfer B wird durch ein Objekt blockiert. Was ist mit der Gisela? Der Ist Gisela nicht Gudrun? Gudrund. Der Gudrun Gisela. Der zwei Namen. Gudrun Gisela, gut. Doppelname der Name gefällt mir. Oder so voll verwirrend aus.
So, ich muss Abstand halten. So. Komm, Junge. Ich komme. Weg da, fahr! Ja, gib Gas. Ich bin noch nicht voll. Doch, 100%, doch, schau mal, voll. Du. Es ist schön, wenn man das sich nur in der Vogelperspektive ansieht. Siehst du. Ach, ist ganz schön verwirrend. Was macht dein Helfer eigentlich? Der macht ja was. Doch, die Gisela macht was. Die Gisela, die ist ja jetzt auf dem gleichen Feld wie wir. Ja, die wird schneller sein als wir wahrscheinlich auch noch. Das heißt, wir müssen sie aufhalten, wenn es soweit ist. Gisela schafft das. Gut, Ruhn, Gisela schafft das. Kann ja mal. Ich eigentlich noch was essen. Was willst du essen? Ja, ein Relive. Ich meine, ich habe um 5 Uhr Abendbrot gegessen und jetzt ist es ja schon äußerst spät, wie man ja sieht. Weiß ich nicht, bei mir sind da komische Anzeigen drüber. Ja, aber die Leute sehen die Anzeigen ja nicht. Sie sehen es, es ist 10 vor 11. Ja. Wir haben eigentlich im Deutschen viel zu viele Möglichkeiten, die Uhrzeit zu sagen. Naja, das sagt er wohl in Englisch auch, überleg mal. Ja. Fast überall, die ganzen Uhrzeiten. Ja, das war jetzt die falsche Taste. Ich hab Steam Minus und I ist nicht zu machen. Nee, das ist Steuerung I. Ja, eine Taste zu weit links. Ding braucht aber Ewigkeit, bis es losfährt. Deswegen musst du Bert fahren abgeben. Ja, er ist ja vorne reingefahren. Dadurch, dass er ja aus dem Spiel rausgegangen ist. Achso, ja. Ich meine, Windows I macht halt die Einstellung auf. Du nicht, ich bin gleich wieder voll. Ein bisschen verdichten. Umlenken. Bist ja nicht ganz dicht, du. Drüben ist wieder was nicht mitgegangen. Komm, Junge, komm, komm, komm. Na komm, hier bitte ich du. Haben wir überhaupt irgendwas zum Auflesen? Weil man da vorne ist, ein bisschen was hinten draußen auch. Was auflesen? Na, ein bisschen was ist ja außerhalb des Silos, das sind da nicht Menschen. Ja, mit der Schaufel. Handler und Schaufel. Ja, aber das müssten wir ja trotzdem dann wieder reinkippen, wenn man, das ist ja nicht das Zeug, sondern das wir verarbeiten können. Ja, nee, das kannst du ja wieder in den Silo reinkippen. Wird aber ganz schön dreckig langsam. Du bist dreckig. Da war er. War gerade wirklich ein wichtiger Moment. Da habe ich extra drauf vorbereitet. Schau mal, wer da oben schon wieder steht. Also gut, und Gisela. Ja, gib mal lieber Gummi, weil die holt uns ein. Die macht uns gleich alle. Ja, ja, ich zucke halt so langsam den Berg hier hoch. Das ist ganz schön am Berg rein dorthin. Ja, frag mich, mit meinem Schlepper, du hast wenigstens einen guten Schlepper. Und okay, du hast auch einen großen Hänger dabei, aber. Das ist ja nicht so einfach. Weil hier wirkt der Abstand viel größer als in der Innenperspektive. Ja. Der Typ macht nichts. Isla, warte. Weil er zieht einfach durch. Beinahe. Einfach durch. Lohnzahlungen? 749. Ja, wir machen eh noch Minus vorerst. Weil wir halt noch nichts ernten. Außer. Wir können halt nicht sein. Dadurch. Ja, bis jetzt noch nicht, aber. Dann. Bitte haben wir da. Erstmal für eine gewisse lange Zeit Silage. Immer Tiere können es so auffressen. Ja, wir brauchen da auch für die Tiere. Teilweise. Ja. Habe ich einen Frontalanbau dabei? Ja. Kann ich mal dein Mist hier beheben, was du gemacht hast. War nicht mein Mist. Das haben wir bei dem anderen Feld übrigens auch, aber hinten. Geht dir wahrscheinlich jetzt noch sehr gut, weil wir haben es noch nicht aufgedeckt, zumindest nimmt da die Plane noch nicht weg.
Deshalb könntest du bei dem anderen Feld auch mal hin. Das ist ja. Ding. Ich wieder. Also, sobald du hier aufdeckst, musst du ja nur mit deiner Schaufel kommen. Oder als Männlein drüber laufen. Also bleibt es so gedeckt. Okay. Mäusen hat aber noch nicht so ganz gutachtet. Weiß nicht. Hatte ich ja heute früh in meinem Teststream ein bisschen rumgemerkt und getan. Du hast den Speed jetzt auf 15 gestellt. Ja, damit halt nebenbei ein bisschen was auch läuft. Mein Mist. Nimm ihn doch mit. Sagst du so leicht. So, rein hier. Jetzt hat er damit drin. So, abgeben. Ob du da gibt nicht ab. Gib ab. Junge. Oh, jetzt. So. Hey, musst du da den Dreck von dir da beseitigen. Wo ist ein Silageschild? Das können wir uns zulegen. Ja, dann mach doch. Bin zu faul. Vor allem gibt der ab und gibt ab. Und das wird nicht weniger. Rein, 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 so. Abgeben. Vor allem spackt er jetzt rum, schau mal, die Zahl. Er gibt ab, aber es bleibt gleich. Wie wäre es, wenn du die Schaufel einfach weiter nach oben nimmst? Okay, ich dachte, vielleicht wird die Zahl trotzdem mehr, aber nee, nee, nee. Ich dachte, vielleicht können wir so ein bisschen cheaten und uns hier Hexegut reincheaten sozusagen. Aber nee, nix. Weil du weißt schon, dass du da noch nicht fertig bist. Wo? Was? Wenn du das beseitigt hast. Ja, ich weiß, was er gesagt hat, auf der anderen Seite auch. Oder was meinst? Ja. Genau. Genau das meinte ich. Was für ein Feld links, da ist ja auch irgendwas Grünes da. Weiß ja nicht, was er alles mitnimmt. Ja, nicht, kann man gleich testen, ob er das mitnimmt. Kriegst du aber ja schlecht weg. Du musst halt ganz vorsichtig sein. Entweder wir ignorieren es einfach. Das war die einfache Möglichkeit. Wir ignorieren es. Och, fahr doch einfach Bernd. Bitte. Bernd, Sicherheitsabstand. Hau verbi. Ein Meter bitte verringern. Vor allem, das Schöne ist ja, dass er nur dabei drauf achtet, wenn er nach vorne fährt. Rückwärts ist es kacke. Fährt er auch die Leute an. Ja, weil er vorne den Trigger hat. Genau das meinte ich. Ah, aber ich bin auch schon zu 72% voll, also. Ja, ich muss hier arbeiten, ich kann nichts machen. Ich muss den Mist hier beseitigen. Schau mal, da drüben ist Gudrun Gisela und da ist Bernd. Und siehst du was? Gudrun Gisela hat uns bald ein. Ja, dann komme ich halt. Kannst deine Arbeit später beenden. Ja, ich lasse einfach den Freund dabei. Bitte. Nee, nee. Vollbremsung. Soll ich dir ein bisschen Hexegut mitbringen? Nee. Meist häckselt der vorne rein. Das sieht doch da die Schaufel. Nein. Kann er voll häckseln, die Schaufel. Fast wieder 800 mehr. Das wissen wir beide. Ja, das weiß ich gar nicht, das müsste man testen. Rein theoretisch ist das ja für ihn wie ein Anhänger, oder? Und auf die 6000 kommt es auch nicht an. Na gut, bei dir schon. Da wieder dieser wunderschöne Internetvergleich. Hm. Eigentlich ist es nichts. Nur wenn Leute wenig haben, ist es doch wieder viel. Genau. So bei dem in Upload. Ja, 10 Mbit Upload. Ist halt also nix. Download, das ist mir eigentlich Schnuppe. Ob der jetzt mit 25 Mbit oder 40 runterlädt, der macht's einfach. Ja. Na komm, 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 komm. Nicht einschlafen. Achso, ich bin voll. Gisela. Nicht mal aufgefahren. Mach mal Platz hier, Junge. Nicht übers Feld.